Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Duell zwischen Jan und Marco. Heute spielen wir das Spiel FIFA Street 3 auf der PlayStation 3. Ein weiteres Fun-Fußballspiel. Und wir spielen nach den Regeln, dass man 10 Tore braucht, um eben zu gewinnen. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich noch nicht zu erklären. Im Gegensatz zum neuesten FIFA Street Teil war dieser Teil wirklich noch auf Fun ausgelegt und hatte auch eben Special-Schüsse und so weiter und so fort. Ja. Aber wir werden jetzt sehen. Man kann natürlich durch Tricks auch Punkte für den Gamebreaker sammeln. Allerdings sollte man seinen Gegner dabei nie aus den Augen lassen. Das wird schon mal heiß los hier. Boah, da wollte er es wagen. Nein! What? Ich hab den schon drin gesehen. Ich auch. War aber nicht. Ja, ein Kunstabwurf, der aber nichts bringt. Oh doch, weil ich den Ball direkt wieder verliere. Ah! Oh, ein Rückpass. Oh. Nein! Nein! Oh, da trifft er das leere Tor nicht. Ronaldinho. Die Torchancen mehren sich langsam, aber noch kein einziger Ball drin und wir müssen 10 schießen. Oh oh. Boah. Immerhin muss man sagen, die Torhüter sind hier nicht von schlechten Eltern, aber natürlich sind die Tore etwas kleiner. Boah. Boah! Geht da überhaupt ein Ball rein? Brasilien jetzt ziemlich unter Druck. Aber jetzt der Konter. Und das erste Tor ist gefallen. Kaka mit dem 1:0. Puh. Müssen wir mal später gucken, wo bei dir dann im Tor entsteht. Boah. Nein. Boah, was für ein Kung-Fu-Tritt. Nein. Nein. Boah. Nein, das gibt es doch nicht. Gefällig hier. Nein. Brasilien mit dem Vorstoß, aber der Ball will wieder nicht ins Tor. Das bleibt bei einem 1:0 vorübergehend. Jetzt hier ein Zweikampfduell der besonderen Klasse.
wieder sehr künstlerisch geklärt. Oh. Mann. Oh. Oh. Boah. Wieder eine dicke Chance und wieder gehalten. Also es ist nicht ganz einfach, hier Tore zu erzielen. Oder wir sind einfach zu blöd dazu. Und da ist die Special-Leiste voll. Jetzt wird es natürlich schwierig für mich. Nein, dein Tor hat mir jetzt echt gut gefallen. Wenn Jan das jetzt gut ausnutzt, kommen dabei natürlich ein paar Tore raus. Ja, 1-1. Schön gemacht. Und haltbar. Oh, 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 oh. No. Wow. Nein! Wow. Nein! Nein! What? Das gibt's nicht. Wer will denn hier bitte schon 9 Tore erzielen? Oder 9. Wahnsinn, 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 was hier abgeht. Jetzt! Nein! Ich dachte auch, der könnte reingehen. Das Beruhigende ist wenigstens, du könntest ein reguläres Tor erzielen ohne Gamebreaker oder sonstigem. Was noch wenigstens ein bisschen die Hoffnung am Leben erhält. Ja, aber ich hätte jetzt auch gerne mal diesen Gamebreaker. Nein! Ich hab gedacht, jetzt hätte ich ihn. Boah! Schön durchkombiniert, trotzdem kein Tor. Na, ja. Wenn der jetzt ins Tor reingegangen wäre. Wäre eine Überraschung gewesen. Oh. Oh, du, 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 du. Oh, das gibt es doch nicht. Boah. Das gibt es doch nicht! Geben wir hier etwa das längste Duell? Zumindest scheint das Spiel eine Geduldsprobe zu werden und vielleicht entscheidet am Schluss, wer die stärkeren Nerven hat. Mann! Das gibt es doch gar nicht. Oh nein. Yes. Ball ist drin. Schön hochgelegt und dann direkt abgezogen. Kann sich sehen lassen. Das wiederum weniger. Oh. Den habe ich schon drin gesehen. Ja, ich auch kurzzeitig. Was mir vor allem nicht gefällt, ist, dass deine Leiste schon wieder über meiner ist. Müssen wir ändern. Nein, Fehlpass und jetzt sofort der Gegenzug. Nein, den habe ich auch drin gesehen. Boah.
Torannäherungen werden zumindest optisch gefährlicher. Und der ist drin, 2-2 und mein Geist ist voll. Wieder Kaka. Wieder Kaka. Wenn der auf Tür gekommen wäre, ich würde wissen, was da rausgekommen ist. Das gibt es nicht. Werde ich keinen Vorteil aus diesem Gamebreaker ziehen können. Ich fürchte ja. Wenn du noch den Konter gemacht hättest, das wäre natürlich ganz bitter gewesen. Nein! Und jetzt kommst du natürlich mit deinem Gatebreaker, war natürlich zu erwarten. Aber was du kannst, kann ich schon lange. Oh! So, ich hoffe, dein Gatebreaker ist jetzt weg. Das ist super sehr. Boah! Jetzt kommen hier die Jetzt packe ich hier den Spider-Man aus! Yes! Ribéry! Wir können natürlich so einen Fairplay-Gedanken dazu, dass wir den Ball mit dem Torwart direkt abwerfen, nachdem dem Tor gefallen ist, auch wenn der Gegner noch den Special hat. Alles andere wäre unfair und passt nicht zu uns beiden. Das ist nicht gut. Jetzt fallen die Tore natürlich wie am Fließband. Was war das denn für ein Abwurf, bitte? Was? Naja, gut. Brasilien jetzt total auseinandergenommen fürs Erste. Man könnte fast meinen, sie spielen wieder gegen Deutschland, aber das ist nicht der Fall. Oh, total konfus das Ganze jetzt. Was war denn das? Boah! Jetzt reicht's aber hier. What? Spider-Man. Achso, der ist bei dir. Ja. Nein! Boah, ich hab den schon drin gesehen. Heute wäre schon geschlagen gewesen. Ronaldinho erzielt mal wieder ein Tor. Sein erstes dieses Spiel. Aber Jan hat noch doppelt so viele Tore als ich. Nein!
Mann! Das war ein schöner Treffer. Ziemlich weit weg vom Tor, damit steht es 3 zu 7. Es scheint also doch möglich zu sein, hier 10 Tore zu erzielen. Boah, ich hab, das wäre jetzt was gewesen. Boah. Nein! Gelaufen jetzt wieder. Nein, auch macht doch nicht sowas. Das ist natürlich der entscheidende Schlüssel, hier seinen Gamebreaker richtig einzusetzen. Wenn mir das nicht gelingt, sehe ich leider schwarz. Clever gemacht von dir, keine Frage. Und überhaupt nicht schlau von mir. Ach, wenigstens einen noch rausgehauen. Wenigstens einen. Puh, 4 zu 7. Aber ich fürchte, wenn dein Gamebreaker voll ist, könnte es das dann schon gewesen sein. Deswegen muss ich jetzt echt nicht anhalten. Boah! Nein. Boah, den habe ich auch drin gesehen. Wo bleibt der Torhüter? Da erledige ich das auf jeden Fall. Nein. Etwas, was mir nicht gefällt. Und das ist genau dieser Special. Crunch Time, liebe Leute. Gefällt mir nicht. Oh nein. Gleich fertig. Jetzt brauche ich ja nur noch ein Tor. Ein Tor brauche ich, um dieses Spiel zu gewinnen. Zumindest nicht in der Gamebreaker-Zeit geschafft. Kleiner Mini-Erfolg, ob der noch was bringen wird. Wage ich gerade zu bezweifeln, aber. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ein schönes Tor zum 10 zu 4. Damit geht das Duell ganz klar an dich. Und zum Glück hat es keine 3 Stunden gedauert, wie am Anfang befürchtet. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, könnt ihr uns gerne abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Jan gegen Marco oder Marco gegen Jan. Bis dahin, ciao.